Wir dürfen euch alle ganz herzlich begrüßen. Wir sind heute auf dem roten Sofa der Linken im Kreis Groß-Gerau. Neben mir habe ich Bernd Heil. Und Bernd Heil wird uns heute aus dem Leben und über Wilhelm Hammann erzählen. Ja, aber ich möchte gerne mal erstmal dich vorstellen, bevor wir zu Wilhelm Hammann kommen. Ja. Bernd wohnt im Kreis Groß-Gerau, in der Stadt Groß-Gerau sogar, du bist hier auch geboren. Ne? Du bist Lehrer gewesen jetzt im Ruhestand, hast Lehramt studiert, Deutsch und Sozialkunde. Deine Schule war die Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt. Ne? Genau, und du warst aber nicht nur dort in der Schule, sondern du warst auch viel mehr. Du warst Personalrat, Hauptpersonalrat, du warst in der Goethe-Universität, als hast pädagogischer Mitarbeiter. Genau, hast Lehramtsstudierende ausgebildet und du warst auch Stadtrat in Rüsselsheim. Ne? Fünf Jahre. Fünf Jahre? Ja, fünf Jahre. Oh, so lange? Genau, und du hast dich auch viel mit historischen Fragen beschäftigt. Ne? Und so bist du auch schon mal vor einigen Jahren dazu gekommen, dich mit Wilhelm Hammann intensiver zu beschäftigen. Aber wie kam das dazu? Was ist deine Verbindung zu Wilhelm Hammann? Vielleicht erzählst du uns auch ein bisschen mehr, weil ich weiß nicht, ob alle Zuschauerinnen und Zuschauer Wilhelm Hammann aus dem Kreis Groß-Gerau gut kennen. Gut, also erst einmal zu der Frage, wie bin ich auf Wilhelm Hammann gestoßen? Das liegt jetzt allerdings etwas mehr als einige Jahre zurück. Also wir kommen da, glaube ich, so auf knapp 30 Jahre. Kurz nach meinem Referendariat und meiner Einstellung in den Schuldienst gab es ja in der Geschichtswissenschaft und unter historisch interessierten Menschen eine Richtung, die nannte sich Oral History. Also das heißt die Befragung von Zeitzeugen, die Ablösung der Geschichtsbetrachtung von dem Blick auf Haupt- und Staatsaktionen hin zur Geschichte vor Ort unter dem Motto Grabe, wo du stehst, war das also damals der Zeitgeist und es war also auch der Anspruch, diese Vorstellung von Grabe, wo du stehst, als pädagogisches Konzept im Unterricht umzusetzen, also mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu forschen und die damals doch noch in einer guten Zahl vorhandenen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus der Zeit des Nationalsozialismus zu befragen. Mhm. Aber Wilhelm Hammann hat ja da nicht mehr gelebt. Ja, das ist schon richtig. Mhm. Du wolltest wissen, wie ich auf Hammann gestoßen bin. Das war dann ungefähr 1980, gab es hier in Groß-Gerau einen Arbeitskreis Spuren der Groß-Gerauer Arbeiterbewegung, der sich zum Ziel gesetzt hat, dass damals noch lebende Zeitzeugen aus dem sozialdemokratischen Spektrum, aus dem kommunistischen Spektrum sich zusammenfinden und gemeinsam über die Geschichte reden und austauschen. Und da kam in dieser Runde sehr schnell das Gespräch auf Wilhelm Hammann und aus dieser Runde heraus ist auch entstanden eine Broschüre, die wir dann publiziert haben, die den Titel Spuren der Groß-Gerauer Arbeiterbewegung trägt, ist übrigens im Stadtmuseum nach wie vor käuflich zu erwerben. Oh ja. Und das ist ein Stadtrundgang zur Stadt Groß-Gerau auf den Spuren der Arbeiterbewegung und ein sehr ausführliches Interview mit Fritz Grünewald, der mittlerweile leider verstorben ist, der in der unmittelbaren Nachkriegszeit sehr eng mit Wilhelm Hammann zusammengearbeitet hat und also in seiner Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus und die unmittelbare Nachkriegszeit sehr viel über Wilhelm Hammann auch erzählt hat. So, das war jetzt mein ganz konkreter persönlicher Zugang. Der zweite Teil der Frage, Wilhelm Hammann und Groß-Gerau. Wilhelm Hammann ist in Biebesheim geboren worden und war Sohn einer Hebamme und eines Eisenbahners, also praktisch Kind kleiner Leute und konnte dann aber aufgrund von Fürsprache seines Lehrers auf die Realschule nach Gernsheim gehen, die mit dem sogenannten Einjährigen endete. Und das berechtigte dann zum Studium
an einer Art Fachhochschule, einem Ausbildungsinstitut für Lehrer. Und dort hat er dann auch nach der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg seine Lehrerausbildung abgeschlossen, war dann zunächst als Lehramtsanwärter hier in Groß-Gerau tätig, dann später in Wixhausen als ordentlich angestellter Lehrer und kam aber schon sehr früh zur USPD und dann sehr früh zur KPD, also um 1919, 1920, war dann später auch für die KPD Stadtverordneter in Wixhausen und ab 1927 Landtagsabgeordneter im Landtag des Volksstaates Hessen. Ja, eigentlich gibt es ja noch mehr Dinge über ihn zu erzählen, was er im Faschismus gemacht hat und er hat ja dann auch eine besondere Bedeutung bekommen. Er hat ja einen besonderen Titel bekommen, dass er Gerechter unter den Völkern wurde und dort in Yad Vashem in Israel sozusagen auch damit ausgewürdigt wurde. Er hat ja eine wichtige Funktion, aber so bekannt im Kreis Groß-Gerau ist er jetzt trotzdem nicht. Wie kommt das denn? Gut, also ich denke, man muss das in verschiedener Hinsicht einordnen. Das eine ist natürlich, dass es immer im Interesse für historische Fragen und im Interesse für bestimmte historische Zeiten gibt es Phasen des Interesses. Ich gehe mal davon aus, dass etwa in dieser Zeit, von der ich gerade erzählt habe, 1980 bis 85, wo es also auch die Auseinandersetzung um Wilhelm Hammanns Ehrung durch Israel als Gerechter unter den Völkern gab, sein Bekanntheitsgrad relativ groß gewesen sein dürfte. Das Ganze mündete dann in die Stiftung eines sogenannten, oder nicht sogenannten, eines Wilhelm-Hammann-Preises, der Förderverein Jüdische Geschichte im Kreis Groß-Gerau ausgelobt hat und der ganz im Sinne dieser Oral History Tradition, also auch darin bestand, im Wesentlichen lokale Forschungsprojekte anzustoßen und zu fördern. Der Preis wurde einige Male verliehen, ist im Moment ein bisschen eingeschlafen. Das liegt aber auch daran, dass so ein Projekt nur dann funktioniert, wenn es mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden soll, dass man da natürlich auch engagierte Lehrerinnen und Lehrer braucht, die sich so etwas zu eigen machen. Aber es gibt ja in Deutschland nur 638 Deutsche, die als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet wurden, weil sie eine wichtige Funktion oder eine wichtige Aufgabe hatten, zu der du uns jetzt vielleicht noch mal was sagen kannst, weil das auch nicht alle wissen. Und im Kreis Groß-Gerau meines Wissens kein anderer. Das wäre ja doch auch ein Grund, nochmal zu sagen, naja, das ist eine berühmte Persönlichkeit aus unserem Kreis. Ja, der Titel Gerechter unter den Völkern wird von der jüdisch-israelischen Stiftung Yad Vashem verliehen und zwar ausschließlich an Nichtjuden, die während der Zeit der Nazi-Herrschaft, des Nazi-Terrors jüdisches Leben gerettet haben. Mhm. Also das ist das entscheidende Kriterium für Yad Vashem, den Titel Gerechter unter den Völkern zu verleihen. Ich hatte ja schon gesagt, also die Rede darauf gebracht, dass es eben um 1980 diese Forschungen gab, Oral History gab und damals hat auch eine Kasseler Schülergruppe um den Lehrer Gerd Platner sich auf den Weg gemacht und ist bei ihren Recherchen auf Wilhelm Hammann gestoßen und auf seine Tätigkeit im Konzentrationslager Buchenwald, wo er am Ende seiner Inhaftierung, also die letzten 3-4 Monate, zuständig war für den Block 8, in dem unter anderem jüdische Kinder untergebracht wurden. Ihr Thema war Erziehung zur Anpassung, also
was jetzt die Zeit der Schule im Nationalsozialismus anbetraf. Und da sind sie dann eben quasi auf das Gegenmodell gestoßen, eben diese Schule, diese geheime, illegale Schule im Konzentrationslager Buchenwald, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder vor den NS-Schergen zu bewahren und in dem Zusammenhang halt eben auch auf Hammern. Denn diese Schule war natürlich immer etwas Prekäres, musste den Nazi-Schergen abgetrotzt werden und es durfte natürlich auch nicht alles bekannt werden, was in dieser Schule passierte. Ja? Und von daher war es in den letzten Tagen von Buchenwald bestand die ganz große Gefahr, dass die Kinder dieser Schule noch auf den sogenannten Todesmarsch gehen sollen. Also die Nazis wollten, bevor die Amerikaner kamen, das Lager evakuieren und die Gefangenen sollten auf einen Todesmarsch geschickt werden in ein anderes Lager, aber letzten Endes mit dem Ziel, sie dann dort doch noch umzubringen. Und die jüdischen Kinder, die sollten als Erste auf den Marsch gehen. Und daraufhin wurde von der illegalen Lagerwiderstandsgruppe beschlossen, dass diese Kinder eben die Karteien umgewidmet werden, sodass es also keine jüdischen Kinder mehr sind, sondern ungarische Kinder. Und Hammann hat eben als Kapo im Kinderblock für ihren Schutz gestanden. Und als dann die jüdischen Kinder abgeholt werden sollten und dann sich vor die Kinder gestellt und gesagt, hier gibt es keine jüdischen Kinder. Und das war natürlich eine ausgesprochen gefährliche Geschichte, die genauso gut zu seinem Tod hätte führen können, wie so vieles im Lager tagtäglich zum Tod hätte führen können. Das heißt, er war auch ein glühender Antifaschist, ne? Als Kommunist ist das natürlich logisch. Was hat er denn, wie kam das überhaupt, dass er nach Buchenwald gekommen ist? Oder was war denn die Geschichte davor? Jetzt springen wir wieder ein bisschen in die Weimarer Zeit zurück. Ja. Ich hatte ja gesagt, also Hammann war Lehrer in Wixhausen, war Vorsitzender der KPD und wurde dann in den Landtag des Landes des Volksstaates Hessen gewählt. Nun muss man sich den Landtag damals anders vorstellen als den Landtag heute. Also ihr seid hauptamtliche Abgeordnete. Die Landtagsabgeordneten damals waren ehrenamtlich. Ja, und Hammann hatte aber ein anderes politisches Verständnis von dieser Landtagstätigkeit und hat sich also von daher dann sehr intensiv seinen Aufgaben als Landtagsabgeordneter gewidmet. Und es wurde ihm vorgeworfen, dass er dadurch seine Tätigkeit für die Schule vernachlässigt. Und deshalb gab es ein Disziplinarverfahren gegen ihn und er wurde vom Schuldienst entlassen. Und von da an war er also quasi nur noch Landtagsabgeordneter und KPD-Funktionär. Ja, und als solcher war er natürlich an ganz, ganz vielen zentralen Auseinandersetzungen in dieser Zeit beteiligt. Ich will zwei kurz erwähnen. Das eine ist eine Streikaktion der Roten Gewerkschaftsopposition bei Opel. 1929-30 wurde Opel an die amerikanische Firma General Motors verkauft. Und das führte zu sehr viel Unmut und in diesem Zusammenhang gewann die revolutionäre Gewerkschaftsopposition sehr, sehr viele Stimmen und der Deutsche Metallarbeiterverband ging in seiner Anzahl zurück. Das war für also die KPD das Signal, bei Opel können wir zu kämpfen aufrufen und das geschah dann auch und diese Kämpfe gingen natürlich letzten Endes verloren. Da wurde dann die Polizei des Volksstaates Hessen eingesetzt. Damals verantwortlich war Wilhelm Leuschner.
Und in einem dieser nachbereitenden Flugblätter wurde heftige Kritik an Wilhelm Leuschner. Also er wurde als Sozialfaschist bezeichnet. Das führt also mitten in die Dramatik der Auseinandersetzung in der Weimarer Republik um die Sozialfaschismus-Theorie. Und Hamann zeichnete für dieses Flugblatt verantwortlich. Okay. Mhm. Und da wurde er dann angeklagt. Und eine zweite Aktion, das war also auch ein ganz heftige Auseinandersetzung. Viele wissen das vielleicht nicht. Mörfelden hatte damals einen kommunistischen Bürgermeister und den Spitznamen Klein Moskau. Ja, das ist bekannt, ja. Ja, und da kam es also auch zu heftigen Auseinandersetzungen, weil der sich geweigert hat, Gelder abzuführen an das Regierungspräsidium in Darmstadt und die stattdessen als zusätzliche Sozialhilfe verteilt hat. Und das führte dann zur Absetzung des kommunistischen Bürgermeisters und zu entsprechenden Demonstrationen gegen diese Absetzung. Und das wurde dann als Aufruhr bezeichnet und man hat dann also Hamann als Rädelsführer für diesen Aufruhr verantwortlich gemacht. Also das waren so die zwei Auseinandersetzungen in dieser Weimarer Zeit, die ihn aber nicht, also er wurde dann trotzdem als Landtagsabgeordneter wiedergewählt und war also, wurde dann seine Immunität wiederhergestellt. Also er konnte trotz dieser Klagen, die gegen ihn liefen, dieser Verurteilung, seine Arbeit als Landtagsabgeordneter aufnehmen. Und wurde dann quasi von den Nazis 1933 verhaftet. Er stand unter Aufsicht und 1934, 1935 gab es hier im Kreis Groß-Gerau einen Versuch, die illegale KPD und den kommunistischen Jugendverband wieder aufzubauen. Das waren meistens Menschen, die vorher innerhalb der KPD keine Funktion hatten. Aber diese Gruppierungen, die wurden dann im Laufe des Jahres 1934 eine Gruppierung nach der anderen von der Gestapo aufgerollt. Das heißt also, man hatte eine Gruppe und dann wurden die Leute gefoltert und wurden geschlagen. Dann wurde die nächste, das nächste Glied aufgerollt. Ja. Hamann selbst war an dieser an diesem Organisationsversuch nicht beteiligt. Aber er wurde von den Nazis damit in Verbindung gebracht. Ja. Also er wurde insofern in Verbindung gebracht, als er illegale Literatur erhalten hat und dass man ihm natürlich irgendwie dann doch eine Mitverantwortung für diesen Reorganisationsversuch vorgeworfen hat. Und er kam dann zusammen mit den anderen, unter anderem mit Fritz Grünewald, von dem ich vorhin gesprochen habe, nach Butzbach in das Zuchthaus. Und nach Verbüßung seiner Haftstrafe, seiner dreijährigen Haftstrafe, wurde er als unverbesserlicher Kommunist nicht entlassen, sondern kam dann in sogenannte Schutzhaft und nach Buchenwald. Ja, du hast schon ein bisschen was erzählt zu dem Landtagsabgeordneten. Als Landtagsabgeordnete interessiert mich natürlich das ganz besonders. Du hast ja vor, da nochmal weiter zu forschen. Ja. Ne? Ich habe gehört, das ist so dein nächstes Projekt. So, ne? Schwingt gerade so ein, ne? Und heute können wir es ja auch schon mal ein bisschen eröffnen. Du willst dich auch nochmal mit ihm als Landtagsabgeordneten beschäftigen. Hast gesagt, aber die 70 Reden, die er dort gehalten hat, da musst du noch mal viel dran arbeiten und dir genau durchlesen. Ja. Aber kannst du uns schon mal ein bisschen was sagen? Was, ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, wie das damals war im Landtag. Ne, bisschen unterschiedlich zu heute, hast du ja schon angedeutet. Ne? Diese Möglichkeiten, die Landtagsabgeordneten hatten, waren sicher wesentlich eingeschränkter als heute. Also ne? Ich würde die Frage nicht von wie war es im Landtag herstellen, sondern welche politischen Auffassungen, Konzepte gab es zur parlamentarischen Politik. Ah, ja. Also die KPD hatte ja die Vorstellung, dass Deutschland sich zur Räterepublik entwickeln soll, hatte also ein anderes politisches Modell vor Augen, ja.
Und insofern war also Ihr Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie davon geprägt, das Parlament als Tribüne des Klassenkampfs zu benutzen. Mhm. Ja, also insofern hat Hamann dann natürlich auch relevante Themen, die jetzt nicht unbedingt den Anspruch hatten, dann irgendwie in ein Gesetz zu münden, sondern er wollte einfach auf Fragen aufmerksam machen, die für ihn relevant waren. Und ein Thema, das für ihn immer eine große Rolle gespielt hat, war das Thema Schule und war das Thema Prügelstrafe. Mhm. Ja, wir haben ja die Situation, ich weiß nicht, die Prügelstrafe ist, glaube ich, in Deutschland, in Hessen 1972 abgeschafft worden oder so, ja. Also offiziell, ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Aber zumindest nicht während der Weimarer Zeit und auch nicht zu Anfang der Bundesrepublik. Und also die Auseinandersetzung und der Kampf gegen die Prügelstrafe und für die Rechte des proletarischen Kindes, ja, das war eines seiner Herzensanliegen. Und ein weiteres Thema war für ihn landwirtschaftliche Fragen, also für die Rechte von Bauern. Und das zieht sich also bei ihm auch, also von den frühen Jahren bis dann später in die 50er Jahre durch. Mhm. Naja, also wir versuchen auch im Landtag öfters nochmal die Tribüne des Klassenkampfes deutlich zu machen und bringen auch Themen ein, die nicht in den Landtag gehören. Ich denke da nur an die Friedensfrage, die ja häufig, man gesagt, die alle anderen sagen, ne, da hat der Landtag gar nichts mit zu tun. Ja, aber sicher noch ein bisschen anders wie damals. Ja, inzwischen, nach dem Krieg hat er ja hier im Kreis eine wichtige Bedeutung gespielt. Er war der erste Landrat des Kreises Groß-Gerau. Inzwischen hängt auch sein Bild in der Kreisverwaltung im Landratsamt, natürlich neben den anderen Landräten, wurde aber auch besonders gewürdigt bei der Eröffnung dieser Ausstellung. Kannst du uns noch mal ein bisschen was erzählen? Wie kam es dazu, dass er Landrat wurde? Und er wurde auch recht schnell, nach ein paar Monaten von der US-Administration abberufen. Also er kam ja dann im Mai 1945 aus Buchenwald. Er ist zuerst dort noch mehrere Wochen geblieben, hat sich um die ihm anvertrauten Kinder gekümmert und hat ihre Abreise dann mit organisiert und die restlichen, die noch da waren, weiter betreut. Und er kam dann natürlich in einen Kreis, in eine Region zurück, die vor 1933 schon stark durch die Arbeiterbewegung geprägt war. Also wir hatten im Nordkreis, wir reden jetzt vom Nordkreis, nicht vom Südkreis, Rüsselsheim oder auch in Groß-Gerau oder in Kelsterbach, Mörfelden-Walldorf habe ich jetzt bewusst nicht genannt, gab es zwischen der SPD und der KPD so ein Patt. Ja? Also das heißt, SPD und KPD hatten in den Kommunen ungefähr 20% der Stimmen bei Reichstagswahlen oder bei Landtagswahlen. Mhm. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber der Austausch, der fand eigentlich zwischen beiden statt. Und im Zuge der Weltwirtschaftskrise hatte sich so eine Art Spaltung herauskristallisiert. Alle die noch Arbeit hatten, tendierten eher zur SPD. Und die Arbeitslosen radikalisierten sich und tendierten zur KPD, nicht zur NSDAP. Also die NSDAP, auch wenn der Arbeiterpartei drin stand, hat sich nur völlig unwesentlich aus der Arbeiterschaft rekrutiert bis 1933. Das mag dann später unter der Herrschaft der Nazis anders gewesen sein, aber bis dahin fand also der Austausch wesentlich zwischen SPD und KPD statt. Es gab dann diese unsägliche Spaltung der Arbeiterbewegung, unter anderem vor dem Hintergrund der sogenannten Sozialfaschismus-Theorie. Und, aber eine Lehre aus diesen 12 Jahren Faschismus war, und da war Hamann also ein glühender Vertreter davon, also die Arbeiterbewegung muss geeint werden, damit also ein neues, ein besseres Deutschland entstehen kann. Und insofern gab es dann in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit, bevor der Kalte Krieg so richtig Fahrt aufnahm, Bemühungen von SPD und KPD vor Ort zusammenzuarbeiten.
Ja, und während es also in der DDR oder in der sowjetisch besetzten Zone zu einer von oben dirigierten Zusammengehen von SPD und KPD kam, gab es bei uns so etwas wie ein von oben angeordnetes Nicht-Zusammengehen von SPD und KPD. Also man wollte dem entgegenwirken. Und aber ganz am Anfang, also im Juni, der erste Landrat war also ein Mensch, der dann im Juni sich nach Wiesbaden umgezogen ist. Also der Posten des Landrates war dann vakant. Und es gab einen Vorschlag aus einer Versammlungsrunde der Bürgermeister im Kreis Groß-Gerau, man möge doch Wilhelm Hammann als Landrat vorschlagen. Und dieser Vorschlag wurde von den Amerikanern damals aufgegriffen. Der Kalte Krieg war noch nicht so in Sicht und man hat also Hammann damit beauftragt, als Landrat tätig zu werden. Zeitgleich gab es eine Vorbereitungen für den Buchenwald-Prozess. Also der Buchenwald-Prozess ist ein Unterprozess der Nürnberger Prozesse, der sollte in Dachau stattfinden und die ehemaligen Wachmannschaften von Buchenwald waren in Dachau interniert. Und bei den Vorbereitungsarbeiten für diesen Buchenwald-Prozess wurden alle möglichen Protokolle, also wurden Menschen aufgefordert, ihre Erfahrungen in Buchenwald zu Papier zu bringen und sich zu melden. So, das waren jetzt also die zwei Dinge. Und jetzt kommt natürlich dazu, dass also Hammann eben nicht unbedingt die Linie vertreten hat, wie das die amerikanische Besatzungsbehörde tat. Ja, also und mit der Zunahme des oder mit zunehmender Nähe zum Kalten Krieg, mit der Zuspitzung des Widerspruchs zwischen Ost und West, kommen natürlich auch die Kommunistinnen und Kommunisten, die nach 1945 von Amerikanern in Amt und Würden gebracht wurden, in Verdacht. Und da gab es dann also eine Auseinandersetzung um die Amtsführung von Wilhelm Hammann, wo ihm unterstellt wurde, das sei nicht korrekt. Und das führte dann zu seiner Absetzung als Landrat im Oktober 1945. Und im Februar kam es dann zu seiner Verhaftung, weil ihm vorgeworfen wurde, in Buchenwald Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Aber das wurde ja niedergeschlagen, oder? Das wurde niedergeschlagen, weil es gab eine internationale Kampagne von ehemaligen Häftlingen aus Buchenwald, die also alle bescheinigt haben, dass also Hammann in Buchenwald sich absolut tadellos, solidarisch und unterstützend für die Mithäftlinge verhalten hat. Er wurde dann auch 1947 als unschuldig entlassen, aber eine genaue Aufklärung der Vorgänge, was da war, das ist auch sehr schwierig, weil die Aktenlage dazu zum Teil sehr dürftig ist. Also es gibt noch eine Menge, wo du auch weiter forschen sollst und weiter gucken sollst, was da dran ist an den einzelnen Dingen. Das ist ja sehr spannend. Und wir haben ja jetzt heute unser Gespräch gemacht in Vorbereitung des 125. Geburtstag von Wilhelm Hammann. Er wäre am 25. Februar, hätte er seinen 125. Geburtstag, ne, ist leider schon in den 50er Jahren gestorben. Aber es ist ein Anlass darüber weiterzureden, weiter zu forschen und auch seine Bedeutung hier für den Kreis Groß-Gerau weiter deutlich zu machen. Ich bedanke mich bei dir, Bernd, und wünsche dir viel Erfolg bei den weiteren Recherchen. Und wir freuen uns, wenn dein nächstes Produkt fertig ist, werden wir uns gerne wieder hier vielleicht auf dem roten Sofa gemeinsam unterhalten. Aber wir werden uns auch sicher
vorher schon mal sehen bei anderen Gelegenheiten. Wir wollen das öfters mal machen, das Rote Sofa, und von dem Roten Sofa erzählen, was für uns im Kreis Groß-Gerau, für uns als Linke ganz besonders wichtig ist. Und ich freue mich, wenn ihr da auch zuschauen und zuhören wollt. Vielen Dank und einen schönen Tag.